Hallo liebe Zuschauer und einige werden es gleich gemerkt haben, ich bin nicht Michael Obermeier, der liegt heute krank zu Hause. Mit letzten Kräften hat er aber diesen Zettel in meine Richtung gefaxt, den soll ich vorlesen und da steht folgendes. Hacker veröffentlicht Scherzspiel auf Steam, Killer Instinct für Windows 10 erschienen, allerdings nicht ohne Probleme und Blizzard reagiert auf Fankritik zu einer Siegespose bei Overwatch. Mein Name ist Sebastian Stange, ich bin die Krankheitsvertretung und das sind die News. Übers Wochenende, übers lange Osterwochenende sind ein paar interessante kleine Dinge passiert. Zum Beispiel hat ein Blogger namens Ruby ein Scherzspiel auf Steam veröffentlicht. Das heißt Watching Paint Dry, also Farbe beim Trocknen zusehen. Es ist nicht mal ein richtiges Spiel, es ist offensichtlich kompletter Murks. Aber er will damit nicht etwa, wie es auf den ersten Blick scheint, so ein bisschen dagegen anmahnen, wie leicht es ist, bei Steam Greenlight absoluten Schrott durchzubekommen. Vielmehr ist dieser Typ Sicherheitsexperte und hat an diesem Beispiel mal gezeigt, dass es möglich ist, oder besser war, denn die Lücken sind inzwischen gefixt, bei Valve tatsächlich die komplette Spielefreigabe zu umgehen und ohne den Umweg über Greenlight einfach Spiele auf Steam zu veröffentlichen. Die Lücke wurde, wie gesagt, bereits geschlossen. Das Ding war nur einige Stunden lang online, dennoch eine hochinteressante Sache, vor allen Dingen, weil dieser sogenannte Ruby auf seinem Blog genau veröffentlicht, wie ihm dieser Hack gelungen ist. Netter kleiner Streich. Und ich kann mir vorstellen, was am Wochenende bei Valve in den ganzen IT-Abteilungen los war. I'm getting hacked. A port scheme? No, this is major. What is that, video game? No, Tony, we're getting hacked. You can't stop him. Do something, McGee. I've never seen code like this. Where'd it go, Abby? I didn't do anything. I thought you did. No. I did. Es geht weiter mit Xbox-Spielen, die endlich ihren Weg auf PC finden. Diesmal geht es um Killer Instinct. Das bislang Xbox One-exklusive Prügelspiel ist jetzt auch für PC erhältlich, allerdings nur für Windows 10 und nur als Microsoft Store oder Windows Store-Version, sozusagen als Universal Windows App. Das ist eine ganz andere Laufzeitumgebung als klassische Windows-Spiele, wie man sie bei Steam und so weiter startet. Das hat einige Nachteile und Besonderheiten, wie wir das bereits am Beispiel Rise of the Tomb Raider mal erklärt haben. Hierzu gibt es zwei Nachrichten, eine gute, eine schlechte. Die gute zuerst: vor ungefähr zwei Wochen im Rahmen der GDC hat Microsoft angekündigt, dass solche Universal Windows Apps zukünftig auch Funktionen wie FreeSync oder G-Sync unterstützen werden. Die schlechte Nachricht: Killer Instinct für Windows 10 ist ein bisschen vermurkst, denn da ist die Physiksimulation, also die komplette Spielgeschwindigkeit, an die Framerate gekoppelt. Und wenn man das Spiel schneller als 60 Frames spielt, beispielsweise mit einem 120 oder 144 Hertz Monitor, dann läuft das Spiel einfach mal doppelt so schnell. Das zeigt hier der YouTube-User Wonderwolf ganz eindrucksvoll. Was für ein Blödsinn. That's way too fast. Guys, did you guys test your game? Look at this. Dude, you can't play this game. Und über Ostern ist noch was Interessantes passiert. Da hat sich nämlich der User Fips im Beta-Forum zu Blizzards Heldenshooter Overwatch gemeldet mit einem Thread namens Die starken weiblichen Heldinnen von Overwatch und diese eine Tracer-Pose. Darin lobt Fips zuerst einmal die starken Heldinnen des Spiels und konkret die Teleportationskämpferin Tracer, die seiner Meinung nach schnell, albern, lieb, ein echter Kumpel sei und zu 95% aus Mumm besteht. Und angesichts dieses Charakterdesigns kann Fips nicht verstehen, wieso Blizzard Tracer die Siegespose over the shoulder verpasst hat, die wir hier auch sehen. Die reduziert nämlich seiner Meinung nach Tracer zu einem beliebigen Sexsymbol. Dieser Thread wurde heftig diskutiert und drei Tage später hat sich dann Jeff Kaplan, der Game Director, gemeldet mit einem relativ kurzen Beitrag, wo er mehr oder weniger sagt, wir werden diese Pose durch eine andere ersetzen, danke für dein Feedback. Und wie sich das fürs Internet gehört, gab das natürlich noch viel heftigere Diskussionen und darauf meldete sich Jeff Kaplan nochmal zu Wort und das fand ich sehr schön und interessant und stellte klar, wir biedern uns hier nicht bei unserer Community an, wir geben auch nicht irgendwelchen Druck nach, der gute Fips, der hat mit seiner Aussage einfach mal recht. Und ich finde, das stimmt, das kann man so unterschreiben. Und das war's mit den News für heute. Morgen ist der Michi dann hoffentlich wieder gesund. Wenn nicht, dann mache ich den Spaß einfach nochmal. Tschüss.